Ja, letzter Talk im Track Beteiligungsmöglichkeiten mit Open Data, Open Source. Die Kim möchte euch gerne vorstellen, ein WebGIS für die Öffentlichkeitsbeteiligung. Und ich bin gespannt, jetzt gibt es ein echtes Beispiel, ein echt Weltbeispiel zur Umsetzung von Open Source, Open Data in Beteiligungsverfahren. So ist es. Vielen Dank, Axel, für die einleitenden Worte. Herzlich willkommen zum letzten Vortrag heute in dieser Session zur Bürgerbeteiligung bei der FOSGIS 24 am ersten Tag. Der kommende Vortrag ist vor allem für diejenigen interessant, die erstmals mit Open Layers ein WebGIS programmieren möchten. Und solche, die schon Expertinnen darin sind, sind gerne eingeladen, mir nachträglichen Feedback zu geben. Und allen anderen hoffe ich, dass sie auch etwas mitnehmen können. Kurz zu mir, mein Name ist Kimiana Stückemann, ich bin bei der Planungsgruppe Grün GmbH Fachexpertin für Geoinformatik seit Anfang letzten Jahres und bin dort für diverse Aufgaben im Bereich Geoinformatik und GIS zuständig. Genau. Was Sie in den kommenden 20 Minuten vielleicht auch etwas weniger erwartet. Ich werde Ihnen einmal meine Arbeitgeberin, die Planungsgruppe Grün GmbH, kurz vorstellen, damit Sie wissen, wo ich herkomme. Ich werde Ihnen dann einmal den Kontext der Planungsbeteiligung aufzeigen, bevor ich dann einen etwas detaillierteren Einblick in das WebGIS gebe, das ich entwickelt habe, zusammen mit einem Werkstudenten Kai Winschuh. Genau, ich werde einmal die Anforderungen aufzeigen, die die Auftraggeberin an uns herangetragen hat, werde dann einmal den Dschungel an Open-Source-Komponenten vorstellen und wie diese miteinander zusammenhängen und werde dann einen Einblick in die Umsetzung geben. Kurz zum Büro. Die Planungsgruppe Grün GmbH hat einen Hauptsitz in Bremen. Wir sind insgesamt 74 Mitarbeitende, darunter 5 Geschäftsführende. Wir haben einen weiteren großen Standort in Oldenburg und einen kleinen dritten Standort in Fritzlar-Geismar. Wir haben 2 Geschäftsfelder, das ist einmal die Freiraumplanung, wo wir beispielsweise Planungen und Objektüberwachung von Freianlagen durchführen und im Bereich Umweltplanung sind wir noch etwas größer aufgestellt. Dort bearbeiten wir Projekte im Bereich Windenergie, Straßenbau und vor allen Dingen im Netzausbau in mehreren Teams und auch büroübergreifend. Und genau, Planungs- und Genehmigungsverfahren des Netzausbaus ist Beteiligung notwendig. So. Den Kontext der Planungsbeteiligung möchte ich Ihnen einmal kurz aufzeigen. Im Rahmen des Netzverstärkungsprojekts Elsfleth-West-Gandacke-See, das ist eine Höchstspannungsleitung, die geplant wird, sind wir von der TenneT-SO GmbH beauftragt worden, ein WebGIS zur Bürgerbeteiligung zu programmieren. Das Ziel dieses WebGIS ist, Träger öffentlicher Belange, Interessenverbände und BürgerInnen eine niedrigschwellige Partizipation zu ermöglichen. Und das WebGIS dient eben so als Informationsquelle über politische und planerische Entscheidungsprozesse und ermöglicht der Vorhabenträgerin natürlich lokales Wissen der Stakeholder zu erfassen. Einmal kurz zu den Anforderungen, die die Auftraggeberin an uns herangetragen hat. Ganz allgemein, der wichtigste Punkt ist die Benutzerfreundlichkeit. Als Grundgerüst war gewünscht, dass man zunächst durch ein Willkommensfenster begrüßt wird. Hier ist es natürlich notwendig, dass der Datenschutz einmal akzeptiert wird und man erst auf das WebGIS zugreifen kann, wenn eben die Zustimmung erfolgt ist. Man braucht natürlich ein Hauptmenü, über das navigiert werden kann. Die Kartenansicht ist klar, dass die zentrale Komponente eines WebGIS als Hintergrundkarten waren hier die basemap.de in farbig und grau gewünscht, sowie die digitalen Orthofotos der Bundesländer Niedersachsen und Bremen. Als Geodaten wurden die Projektgeodaten in dem vorgegebenen Stil eingefügt und dieser Stil war eben auch die Grundlage für alle weiteren Karten, die in den Unterlagen erstellt worden sind. Der sichtbare Bereich sollte beschränkt werden und die Legende eben dynamisch angepasst werden auf alle Layer, die gerade aktiv sind. An Funktionalitäten gibt es 4 Hauptkomponenten. Das sind einmal Messwerkzeuge, mit denen es ermöglicht sein sollte, Längen und Flächen zu messen, sowie diese gemessenen, die Messungen eben zu übertragen in das Kontaktformular, was eine weitere Komponente ist. Genau, das Kontaktformular erlaubt dann die Mitteilung, ist eigentlich so die Kernfunktion des ganzen WebGIS,
Hier haben wir, also die Zeichenanzahl sollte begrenzt sein und der Name, die Angabe des Namens und einer korrekten E-Mail-Adresse ist notwendig. Die Mittlung, die Messung kann übermittelt werden, muss aber nicht. Das ist auch möglich, eben ohne Messung eine Mitteilung zu übermitteln. Und die Daten sollten in einer Datenbank gesammelt werden. Eine weitere Komponente ist die Adressensuche, sodass eben zur gesuchten Straße gezoomt werden kann. Und als letztes war ein PDF-Export gewünscht, dass der den Export der aktuellen Kartenansicht inklusive der Projektgeodaten und der Messung unter Verwendung der Kartenvorlage des Projektes eben ermöglicht. Kurz einmal zu dem Dschungel an Open-Source-Komponenten. Für mich als Anfängerin einer WebGIS-Programmierung war das gar nicht so einfach, hier den Überblick zu gewinnen. Deswegen würde ich jetzt im Folgenden einmal kurz darstellen, wie das Ganze zusammenhängt. Als erstes habe ich über pgAdmin eine Postgre-Datenbank aufgebaut, mit einer Postgres-Erweiterung, um eben Geodaten speichern zu können. Über QGIS habe ich dann die Projektgeodaten in die Datenbank importiert, habe dann in GeoServers, in MapServer eine Instanz aufgesetzt, habe dort einen Arbeitsbereich geschaffen und über die diversen Datenspeicher die Daten aus der Datenbank ausgelesen und hier quasi als WMS-Service aufbereitet. OpenLayers ist dann die zentrale Komponente-Bibliothek, um eben die Daten aus dem GeoServer abzufragen und eben das WebGIS quasi zu integrieren. Und hier habe ich genau den OL-Layer-Switcher und die OL-Sidebar genutzt, dazu gleich aber noch mehr. Und man braucht natürlich HTML, CSS und PHP für die Aufbereitung einer Webseite. Im Hintergrund für die Entwicklungsumgebung habe ich XAMPP genutzt mit Apache und Tomcat, NPM und Feed. Dann können wir einen Einblick in die Umsetzung werfen. Zunächst einmal zu dem Willkommensfenster, was Sie hier jetzt oben links sehen. Das ist schlichtweg ein HTML-Div-Element und die Zugriff auf alle weiteren Komponenten des WebGIS sind eben erst möglich, wenn das Willkommensfenster geschlossen und damit die Datenschutzbestimmungen akzeptiert werden. Das Hauptmenü unten rechts zu sehen, basiert auf dem Code von Tobias Bienig für die Sidebar, die Sie ganz links sehen. Die wird implementiert über ein Sidebar-Objekt und das Menü oder die Auswahl der Kartenelemente, das Aktivieren und Deaktivieren und das Gruppieren der Layer funktioniert über den OL-Layer-Switcher von Matt Walker. Beide Codes, der Code kommt quasi von GitHub. Dann haben wir einmal die Kartenansicht, die Hintergrundkarten, die basemap.de. Da wurde der OpenLayers-Code oder diese Schnipsel, die so dort angegeben sind, glücklicherweise über die Webseite auch angegeben, sodass hier das Einbinden relativ einfach war. Notwendig ist hierfür eben das OL-Mapbox-Style-Repository, um eben ein Mapbox-Objekt mit OpenLayers verwenden zu können. Die Geodaten selber wurden mit dem vorgegebenen Style eben als Image-Layer eingebunden und die Source ist hier jeweils ein Image-WMS. Die Übernahme des Stils erfolgt dann auch über die Eigenschaften des Images selber. Und die einzelnen Image-Layer wurden dann noch mittels der Layer-Groups gruppiert. Die Beschränkung des sichtbaren Bereichs passiert über den Extent des View-Objects. Und die Legende, und dass sie dynamisch quasi reagiert auf je nach aktivierten und deaktivierten Layern, das passiert schlichtweg über HTML und CSS. Dann einmal zu den Messwerkzeugen. Hier habe ich auf ein Beispiel von OpenLayers direkt zurückgegriffen, was dort auf der Webseite gefunden werden kann. Hiermit ist es eben möglich, Flächen und auch Strecken und Abstände eben zu messen. Am Anfang, das sehen Sie oben links in dem Menü, wird zunächst die Messart ausgewählt zwischen Flächen und Strecken. Und wenn man möchte, das muss unten angehakt werden, beziehungsweise vielleicht auch abgehakt werden, kann die Messung dann in das Kontaktformular übertragen werden. Und auch hier über die Schaltflächen ist es dann möglich, dass man beispielsweise den letzten Messpunkt rückgängig macht, dass man die komplette Messung abbricht oder dass man auch alle vorgenommenen Messungen löscht.
Genau, und das Messen beenden, also dass der Cursor quasi wieder wechselt auf die normale Maus, muss auch über eine Schaltfläche passieren. Dann das Kontaktformular. Hier ist, ist es eigentlich eine HTML-Seite oder ein HTML-Objekt, worüber eben die eingegebenen Daten mittels PHP in eine PostgreSQL-Datenbank gespeichert werden und so übermittelt werden. Und wenn man die Mitteilung abgesendet hat, bekommt man auch wieder einen Hinweis. Und wenn man das kleine Fenster unten rechts dann schließt, kommt man zurück zum Kontaktformular und kann das WebGIS eben weiter nutzen. Dann der Kartenexport als PDF-Datei. Grundlage hierfür ist ein JS-PDF-Objekt. Die Kartenvorlage wird als JPEG eingelesen. So etwas umständlich, weil ich die anderen Daten, die ich noch einfügen wollte, die Position dafür quasi manuell ermittelt habe. Wer da bessere Ideen hat, darf die gerne mit mir teilen. Genau. Grundlage für den Kartenausschnitt ist ein Map-Canvas-Objekt. Dann wird noch das aktuelle Datum hinzugefügt, der Maßstab ausgelesen. Das passiert auf Basis eines Scale-Line-Objects. Und die Quellen der Hintergrundkarten werden ausgelesen, je nachdem, welche Hintergrundkarte gerade aktiv ist. Und auch bei der Legende wird geschaut, dass eben nur die aktiven Layer in die Legende übernommen werden, und das passiert über HTML2Canvas, was eigentlich nur quasi einen Screenshot der Legende macht. Also die wird nicht nochmal neu generiert, sondern da wird quasi von der Legende ein Screenshot gemacht und in die PDF mit eingefügt. Noch zur Adressensuche, da konnte ich heute noch nicht ganz so viel zeigen, weil sie eben noch nicht abgenommen ist, aber die Grundidee ist, dass basierend auf Basis-DLM-Daten für Niedersachsen Straßen Objekte genutzt werden, also Linien, die wurden aufbereitet in QGIS. Wir haben da die Straßenmittelpunkte bestimmt. Die wurden in eine PostgreSQL-Datenbank eingelesen, und letztendlich passiert bei der Abfrage, wenn man in die Oberfläche einen Straßennamen eingibt, dass man dann aus der PostgreSQL-Tabelle die X- und Y-Koordinaten für den Straßenmittelpunkt zurückbekommt und das, der Kartenausschnitt dann über die Koordinaten und den Zoom eben angepasst wird, so auf die gesuchte Straße gezoomt wird. Genau, das noch einmal ein Überblick. So sieht die Seite aus, wenn man sie aufruft. Und das ist dann quasi das WebGIS. Ich habe jetzt keine Live-Demo irgendwie dabei oder kann da jetzt nicht mehr zeigen, aber Sie können es gerne aufrufen über den Link, der auch, glaube ich, mit in der Präsentation drin steht, und das einmal gerne ausprobieren. Dann bin ich auch durch mit meinem Vortrag, bedanke mich für den vollen Raum hier und wünsche einen schönen Abend. Ja, vielen Dank, Kim. Sehr spannend, was man alles mit Open Source so machen kann. Ich gucke mal in den Raum. Fragen sehe ich hier noch keine. Jetzt gucke ich mal in den Stream, ob da Fragen sind. Da sind allerhand Fragen. Und warum? Ich fange mal an. Wohin werden die Nachrichten aus dem Kontaktformular gesendet? Was passiert nach dem Sammeln der Nachrichten? Gab es dazu Wünsche vom Kunden? Ja, die gab es. Die werden regelmäßig übermittelt. An den Kunden wöchentlich, genau. Und die speichern die dann in ihrer Datenbank weg? Die speichern wir in unserer Datenbank weg, und was dann auf Kundenseite passiert, da kann ich nichts zu sagen. Okay. Nächste Frage, gibt es schon Feedback beziehungsweise Praxistests? Der nächste Infomarkt, wo nochmal verstärkt Werbung gemacht wird für das WebGIS, der ist Anfang April. Das heißt, wir haben auch jetzt Trägern öffentlicher Belange, von BürgerInnen noch keine Einträge quasi bekommen, und wir hoffen, dass es dann ab April genutzt wird. Genau. Okay, eine weitere Frage, auch aus dem Internet. Warum wird kein externer Dienst für die Adresssuche verwendet, zum Beispiel Nominatim oder BKG bietet ja auch sowas an? Gute Frage, weil ich da schlichtweg nicht drüber nachgedacht habe, und für mich die einfachste Lösung war, die Koordinaten zu bestimmen und ja, einen Datensatz, an dem die wir sowieso im Haus haben, zu nutzen, genau, und das umzusetzen. Aber wäre eine Alternative sicherlich. Ja, ich habe jetzt spontan auch keine Frage erstmal. Ich gucke nochmal in den Raum. Die Hände bitte ich um deutliches Handzeichen. Auch keine Frage. Ja, dann vielen Dank, Kim. Dankeschön.